Alter, was für ein Kampf! Was für ein Kampf! Okay, ich komm kurz runter und gucke. Was für ein verdammter Kampf! Mit den Schweinen, mit der Spinnen und... Oh ja, und wie? Ein Blickwechsel. Wow, das ist aber geil! Ja, ich weiß. Und wenn wir sie jetzt, glaube ich, umbringen, dann sollten wir, soweit ich weiß, einen Dienst bekommen. Du kannst da ja ungeniert reinrennen, stimmt's? Nein, kann ich nicht. Aber ich muss einmal schlagen und dann sind sie schon weg. Warum hat sie hier nochmal eins? Haben wir vier? Ja, wir haben drei alte Dienste bekommen. Oh, wo kommt das Auge hier? Eben, die kommen dann wieder vor. Ah, die blocken ja wieder auf. Stimmt. Na gut, ich gehe mal zurück. Ja, ich auch. Ich gehe den Kühlschrank bauen, denn wir können das nun. Da können wir die Lebensmittel lagern. Du meinst, ich weiß, das ist nämlich so, wenn die Augen jemanden umbringen oder etwas umbringen, dann nehmen sie die Items von dem und geben sie die Mitte, dem Fleischstück. Wenn man dann die Mitte umbringt, bekommen wir dann das Stückchen Fleisch. Ja, das ist das Stückchen, was es von sich gegeben hat. Ja, was da alles gesammelt hat, meine ich. Aha, das heißt, sie sammelt theoretisch alles von den Spinnen und dann kann man das dann... Soweit ich aber auch weiß, ist es so, das Essen verrottet auch bei ihr. Ja, das macht ja nichts, sie sammelt ja Spinnennetze und so. Jetzt bringe ich sie mal um und will mal schauen, ob das funktioniert. Wieso nenne ich sie? Die Pflanze. Gold. Steine. Ich brauche noch Steine. Und es regnet wieder. Ach du Heilige, das geht wirklich. Ohne Scheiß, geht. Ja, das geht wirklich, das sammelt wirklich alles. Geil. Richtig geil. Oh, dieser Style. Finde ich so geil. Ja, ich will nicht, dass du es anschaust. Ich will, dass du es mitnimmst. Kannst du voll machen? Es ist Vollmond. Es ist Vollmond. Gut. Jetzt will ich noch ein Steinchen bauen. Du da. Das ist wirklich cool mit der Pflanze. Ich sammle wirklich alles. Upsala. Und was ich sogar herausgefunden habe, ist, dass sie sogar, wenn sie jetzt ein verrottetes Fleisch nimmt, dann macht sie nicht normales Fleisch, so veganes Fleisch, sondern sie macht auch das Fleisch, wo man, wo sie gesammelt hat. Wenn sie zum Beispiel einen Spinn umbringt und mal sie mit drauf bekommt, nimmt sie das Fleisch. Langsam, ganz langsam, ganz langsam. Die eine Seite ist so das komische Fleisch. Immer noch langsam. Also gut, diese Pflanze hatte die Augen und die beschützen sie. Ja. Und in der Mitte hat es dann dieses Stückchen Fleisch. Ja. Und das macht sie dann immer wieder selber und das Stück Fleisch ist vegan. Aha, also alles Fleisch, aber, das sie sammelt, das von den anderen ist, macht sie vegan. Nee, ich stimme. Wenn sie kein Fleisch hat, dann macht sie selber veganes Fleisch. Ja. Wenn sie aber ein Monster Meat oder ein normales Meat bekommt, dann ist es so, dass sie... Dass sie nicht selber veganes Fleisch macht, sondern... Ich komme nicht nach. Überleg dir, was du sagen willst. Kürzes, in ganz einfache, kleine Sätze. Anstatt, wenn sie etwas umbringt, das Fleisch abgibt, dann würdest du es so als Falle ausstellen, anstatt das vegane Fleisch. Jetzt bist du wieder so schnell. Es ist mir egal, es ist scheißegal, es spielt keine Rolle. Aber ich will es wissen. Diese Pflanze hat ja... So ein Lämpchen, wo sie das scheiß Fleisch hat, ja, und das abnehmen. Genau. Und wenn sie eine Spinne umbringt und das dann Fleisch wegschmeißt, dann ist es so, dass sie anstatt das vegane Fleisch das Fleisch von der Spinne als Falle aufstellt. Okay, also kein veganes Fleisch, sondern Spinnfleisch. Also Monster Meat. Ja, nur wenn sie eine Spinne umbringt, die Spinne Fleisch bringt. Wo geht das vegane Fleisch hin? Das bleibt dann immer als Falle, sodass andere Tiere kommen und das Fleisch wollen und dann die Augen sie umbringen. Wir können auch das vegane Fleisch nehmen, denn dass wir das Teil umbringen. Das ist mir klar, ja. Das ist die ganze Hexerei. Das soll ich dir erzählen. Okay. Alter, scheiße, hab ich schon wieder Dings. Hast du gesehen, dass ich die Seeds in die Box reingetan habe? Nicht gesehen, aber okay. Was? Habe ich nicht gesehen, aber okay. Ich weiß, warum ich dich so schlecht verstehe, weil es die ganze Zeit regnet. Das macht das unglaublich viel Nebengeräusche, dass ich fast nichts verstehe. Liegt nicht per se an dir, sondern an dem verdammten Regen.
Junge, es ist, wie viel es regnet. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben bis jetzt noch keine Folge gemacht, in der es nicht geregnet hat. Also seit der Winter vorbei ist. Gut, stimmt, in einer Folge sind Frösche vom Himmel gefallen, das ist was komplett anderes natürlich. Ja, es ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Ich meine, wie lange dauert der Frühling dann noch? Also wenn das echt so würde regnen, dann wäre die Welt schon unter Wasser. Das Meer würde über die Küste brettern. Das Wasser würde das Festland einnehmen und unsere globale Welt wäre ein Wasserplanet. Water World, wenn it will care. Water World, ja genau. Product Placement. Wir machen Werbung für einen Film. Schön wär's, dann würde ich Geld bekommen dafür. Verdammt, es regnet! Das gibt's doch nicht! Das ist echt schlimm! Also ich finde es ganz nett. Ja, wunderschön. Finde ich auch. Ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann. Motte! Yep. Ah, ich bin Motte in Dings. Was Motte? Ja, es klingt so, als ob du den ganzen Raum auseinander nimmst. Motte! Die bringt mich auf! Motte! Set Trap, ich würde gerne die Falle setzen. Vielen Dank, dass ich das nicht kann. Hey. Du bist leise momentan. Hast du dein Mikro weggestellt? Nee, ich hab's genauso wie sonst immer. Ich kann ein bisschen näher dran. Jetzt bin ich verrückt. Ich glaube, jetzt ist. Ich hab. Ja, besser. Ich finde es so besser. Du kannst mich. Oh Gott. Du kannst mich mal. Soll ich dir. Ich mach die Pilze. Ja, ach, du bist doch so lange Pilze, wirklich? Muss ich ja schon sammeln. Hier. Nasse Pilze. Dankeschön. Ingem. Überall ist es nass. Diese Hasen kommen nicht hinaus. Ich würde so gerne eine Statue bauen, doch es geht nicht. Es geht nicht. Überall ist es nass. Ich würde so gerne eine Statue bauen, doch es geht einfach nicht. Und nochmal, überall ist es nass. Nexus hat einen Knall. Ja, da singst du mit. Ja, ja. So einer bist du ja. So, so. Ist das? Ich hoffe, du düngst nichts. Hä? Oh no. Momentan noch nichts. Zusammen. Übrigens, hier kannst du dann scheiß Fleisch, ich stehe auch schon die ganze Zeit rum und. Ja, eben. Wir haben eine Kühltruhe und du. Ja. Wir haben eine Kühltruhe. Was? Ja, hier, ich habe eine Kühltruhe gebaut. Was? Das ist mir einfach so geschwiegen. Ja, du siehst sie ja. Ich meine, sie steht so da. Was hast du das Gefühl? Das ist ein Sofa oder was? Ja, ich sitze mal drauf. Sieht sicher bequem aus. Aus Metall. Ganz gewinn. Hm, ja, doch. Ein bisschen kalt. Ich friere am Arsch. Und wenn das es regnet, ich, ist es nicht unbedingt das beste Sofa. Schnau, sie haben Kühlschrank. Fuck yeah. Ich werfe mal alles Fleisch rein, damit das gemacht ist. Aber, oh Mann. Brauchst du irgendwas für Lebenspunkte oder so? Oder, oh. Ja, ich habe noch 20 Leben. Also gut. Warte, ich mach dir was. Ich habe Leben. Lass. Ich habe keine Leben. Du kriegst jetzt was zu essen. Hier hast du Dragon-Zeugs. Viel Spaß.
ich weiß nicht mehr, wie man Dragon Pie macht. Ich glaube, mit einem von denen. Oh, das gibt richtig verrückt. Hast du noch ein paar Dings? Was willst du? Fragst du, ich bin richtig verrückt. Du bist... Die Dragon-Dinger geben richtig Verrücktheit. Die geben Verrücktheit? Nein. Quatsch. Doch, und wie? Nee. Da stimmt was nicht. Kannst du bitte Feuer machen? Dankeschön. Bitte. Also, bei wie viel? Bei mir nicht 62. Nein, da bleibst du. Die geben dir überhaupt keine Verrücktheit. Also, es geht okay. Gar nicht runter. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Ob du was. Hier sind noch ein bisschen Schenkel. Ich konnte leider nicht zu wenig wissen. Die haben eine Kühltruhe. Das ist ganz schön sexy. Einfach meine Waffe. Joa, Achtung! Oh Gott! Jetzt habe ich ein großes Problem. Mach das Feuer ein bisschen größer, damit du. Ja, hat sich erledigt. Dübchen, ich komme. Ich gehe mal kurz zu den Schweinchen, weil da ist eine mega Blume. Ja, ich wünsche dir Erfolg. Okay. Es ist unglaublich, wie fest es regnet. Weißt du, warum du verrückt geworden bist? Weil es regnet. Mhm. Jetzt merke ich es auch. Ich habe fast 100% Regen. Ja, das erklärt einiges. Warum steht Chester eigentlich jedes Mal irgendwo anders, wenn ich immer wieder hier zurückkomme? Der ist immer irgendwo anders, wenn ich da wieder zurückkomme. Ich würde es testen, ob die High-End auch von Chester weggehen. Ich brauche einen Parapluie. Einen sogenannten Fallschirm. Nein, was? Das ist doch kein Fallschirm. Was labert er wieder zusammen? Es regnet immer noch. Es regnet immer noch. Schweinearsch brauche ich dafür. Wir haben ja mega viele Schweinearsche. Es ist komisch. Es regnet immer noch. Es regnet immer noch. Ich baue meinen Regenschirm. Bei dir nützt so oder so nichts. Es ist so gut. Oh, diese Musik, sie tut so gut. Also das Thermostat zeigt an, es ist Hochsommer. Super. Ich merke sehr viel davon. Totaler Hochsommer. Es ist heiß, es regnet nicht. Die totale Dürre. Oh, scheiße, so. Bei uns wächst nichts mehr, es regnet nicht mal. Schlimm. Richtig. Es ist der totale Horror. Ja, obwohl es kann gar noch nicht Hochsommer sein, weil die Tage immer noch, die Abende immer noch länger sind als die Tage. Die Tage. Ja. Der Nazi. Ich sag's nur so, wie es ist. Wieder so eine verdammte Pflanze mitten in unserem... Was ist... Ich wette, du pflanzt die heimlich hier und verarscht mich. Ich bin mir so sicher. Das könnte wirklich das ist eine totale Verarschung von dir. Du gehst die kaputt machen und dann pflanzt du dich wieder im Lager drin. Das kann sogar wirklich sein, weil jedes Mal, wenn du weg bist, ist ein Neuner. Und wenn ich weg bin und wir uns nicht sehen. Mann. Soll ich sie neben die andere pflanzen? Also, wie du bist. Ich pflanze hier. Was meinst du, soll ich... Nur die Augen können einem weh machen, richtig? Ja. Du musst einfach schlagen. Und pass gut auf, du machst eine Menge Schaden. Warum ist es jetzt weg? Muss man es kaputt machen? Ja, musst du ganz kaputt machen. Okay. Oh fuck, ich hab keine Waffe mehr. So. Und Fleisch. Kann ich wieder anpflanzen? Nee, wirklich? Ach was? Okay, interessant. Du hast das andere, hast du schon. Ja. Ja, okay. Boah, das ist ein Riesenspinnennetz. Es ist ein Riesen. Oh, Pilze. Die nehme ich noch mit. Ja, schlag zu.
Lass weg! Weg da! Weg da! Ich weiß nicht, das, gibt das Fleisch irgendwas Spezielles? Ist es speziell gut? Hunger. Hunger. Es gibt mir Hunger. Hier hast du Hunger. Möchtest du danach gleich was essen? Nein, der Hunger reicht mir vollkommen. Vielen Dank. Du meinst, er macht den Hunger weg. Er sättigt. Werde ich jetzt wieder beleidigt? Nein. Okay. Du bist ein Arschloch. Mann. Also. Ich nehme die Beeren mal zu mir. Hier. Dankeschön. Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Hier hast du noch die. Mhm. Voll überzeugend. Mhm. Mhm. Was hast du jetzt wieder gemacht? In den Notfall habe ich mal ein Herz gemacht, weil ich momentan gut leben habe. Aha. Mag ich jetzt aber nicht mehr. Ja, dann leg's irgendwo hin. Ich hab's in die Kiste gelegt. Ah, gut. Ich hab's in die Kiste gelegt. Hast du mir vielleicht den grünen Pilz? Die sind alles in der Kühlbox. Alles, was nahrungstechnisch rum ist und nicht irgendwie unwertvoll ist, liegt in der Box drin. Danke. Wir haben einen scheiß Kühlschrank. Hast du noch eins? Übrigens, wo hast du das scheiß Teil bekommen eigentlich? Ah, vom Grab. Aus diesem Grund bin ich weg gewesen. Das habe ich vom Grab geholt. Habe ich mir gekrallt, geschnappt, ergattert. Also, das machen wir Nummer 1, 2, 3, 4, Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ich habe Durian. Durian? Die füllen. Darf ich ganz kurz das reinlegen? Nein, nein. Das füllt extrem viel von der. Vom Hunger. Ach du heilige Scheiße, wie hast du den Eintopf gemacht? Mit Monsterfleisch. Und sonst noch? Also welchen Eintopf? Warte schon, mach mal zu. Ja. Mit was ist du meinst der Eintopf mit dem Knochen drin? Achso, ja. Das waren 4 Stück Fleisch. Fettes Fleisch. Ach du heilige, das hat mir die Hälfte von meinem ganzen Hunger gegeben. Da gibt irgendwie Hund Hunger. Ist doch gut. Aber dafür sind die Durian eigentlich da. Okay. Wir leben vegetarisch. Achso. Das Durian ist das vegetarische Fleisch. Warum sind da jetzt 2 drin? Komisch. Durian, nein, das ist das Stachelbeerenpflänzchen. Warte. Ich mach mal eins. Warum willst du jedes Mal das tun, wo ich schon dran bin? Hier, nimm das. Also, ist das. Es ist gekocht jetzt, hä? So sieht's gekocht aus. Ja, ich habe schon voll Leben. Mhm. Voll Hunger. Gut, also dann gib's mir zurück, dann nehme ich's nämlich. Also ich bin bei 89. Jetzt bin ich bei 114. Für das, dass es einfach nur eine Pflanze ist, die wir die ganze Zeit wieder anpflanzen können, ist das unfassbar viel. Ich würde sagen, die eine Reihe machen wir mit Durians und die andere machen wir mit dem Roten. Ja, ich bin eigentlich nur die 2 am Pflanzen, das ist schon lange. Gut. Schon lange Planung. Ich muss jetzt überlegen, was wollte ich jetzt machen? Übrigens, wir haben ein Dressing Rot. Ja, dann düng mal die Beeren nach, damit wir. Weil wir können sie jetzt lagern. Ja. Warum sehe ich alles so farblos? Bei dir auch alles so farblos? Nee, das liegt daran, weil du wenig Intelligenz hast. Ach so, farblos. Dann mache ich mal einen Blumenhut. Nexus auf der Blumensuche. Hm,
Was wollte ich machen? Gute Frage, nächste Frage. Verdammt. Nexus sucht die Blumen, die Blumen suchen ihn. Ah, möchte ich rasieren, das soll ich machen. Haben wir uns ein Razor eigentlich noch? His content are lagging in Electrum trying to escape. Ah ja, genau, wenn ich die angreife, dann die sind ja so extrem schnell, die Vögel. Die möchte ich. Die sind. Die sind böse. Wir greifen sie jetzt nicht an, denn sie sind böse. Wenn du dich rasierst, bekommst du auch verrückte Intelligenz dazu. Echt? Ja? Wusste ich gar nicht. Ich bin auch gerade gewundert. Das ist sicher wieder eine Lüge. Genauso wie die, ja, wie die Dinger, die dann jedes Mal in unserem Lager auftauchen. Wenn ich zurückkomme, ist sicher wieder eins da. Ich weiß das schon. Oh Gott. Die Pflanze ist wieder da. Ich bin vorbei. The Kingdom of the Bunnyman is closed for the season. Please call the Bunnyman Spater later. Spater! Please call it Splatter! Alligator. Ja, ist klar. Einen Moment, ich muss kurz mich muten. Because they are too many haters. So, ich guck mal nochmal, ob mal da nach bisschen Nest von ich, I und das. Hm? Also gut, was wolltest du sagen? Ich hab dir eben gesagt, ich musste mich muten. Isaac Newton. Was? Isaac Newton. Der hat's erfunden, Isaac Newton. Sein Tier ist gerade sein Küken ist gestorben. Jetzt habe ich's. Das Küken ist geschlüpft, also, und dann ist es verreckt. Wir müssen mal die Season beenden. Also ist eine Session. Unsere Session. Also Let's Play Ende. Ja, Let's Play. Es gibt gar keinen Don't Stop mehr. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nee, wir müssen. Es ist das Ende. Warum? Es war immer so spannend. Es ist so viel passiert. Es hat Frösche geregnet. Und überall. Ich komme gleich wieder zurück. Moment. Piep, 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 piep. Liegst du im Spital? Geht's dir nicht gut? Ich bin auf dem Weg zurück. Also wie gesagt, wir müssen jetzt aufhören, so langsam. Ja, 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 wenn ich zurück bin, dann beende ich das Let's Play. Also gut, das war's denn für immer. Schon nee, wieder, ich dachte, wir hätten das Thema schon durch. Nein, leider nicht. Ach, genau, ich wollte noch was ausprobieren. Hast du per Zufall noch Bieren? Ah, Gott! Daniel! Don't ask you, man. Leroy! What happened to you? Jenkins. Ach, wie geht's wieder? Das war's. Ich frage mich, wo das hinführt. In den Tod. Ja, wie ist es wieder? Das ist eigentlich gar nicht mehr. Udo Hut. Udo Hut. Der Udo Hut. Nur Mut. Kauf Udo Hut. Ach man. Warum hat der kein Ei? Ich würde gerne etwa drei Vögel aufziehen. Mhm. Unsere kleine Babys. Babyküken. Na gut, was willst du machen? Boah, scheiße. Boah. Ich bin lieb, ihr seid flauschig. Ich würde kuscheln, wenn ihr nicht zu gefährlich wird. Sind immer noch böse, denn es ist Frühling. Das Lied geht mir niemals aus. Ich bin bald zurück. Hast du was Leckeres gekocht?
He's coming home. I'm coming ja, home. Noch geht's. Tell the world. He's coming home. Das kann ich irgendwie anpflanzen. Ich möchte das Fleisch anpflanzen. Wieso fleckt wächst du nichts? Du willst Fleisch anpflanzen? Ja, ich will am Schluss scheiß Drying Drop machen, damit Ich sag das doch gleich. Klare Ansage. Verdammte Scheiße, ich kann das gekochte Hühnchen-Fraschenschenkel. Eine Frosch-Schenkel. Oh. Ich eine Froschenkel. Oh. Eine Froschenkel. Warum haben wir hier eigentlich einen Baum? Seit wann ist der Baum da? Ja, ich weiß, würde ich auch gerade fragen. Also, Okay, ich glaube, wir müssen wirklich aufhören. Meine ja, warte noch kurz. Ich will noch was ausprobieren. Kannst du das nicht abholzen? Ich werde dir sehr verbunden. Vielen Dank. So, jetzt will ich was ausprobieren. 1, 2 und dann kommt noch der hier dazu. Und dann sollte das theoretisch ein leckeres Brot geben. Wir werden jetzt dann gleich sehen, ob es leckeres Brot gibt oder nicht. Habe ich noch Beeren, die stecken die da rein. Das hier, so oder so. Die essen wir mal. Die kannst du auch noch gleich reinschmeißen. Nein, sie kommen wieder von den Händen. No way, bitch. So, also ein bisschen. Ey, cool, weil es geblitzt hat, sind sie weggekommen. So, also meiner Meinung nach müssen wir langsam hier raus. Ja, ja, ich will nur noch kurz gucken, was hier rauskommt. Aus dem Topf, Kecheltopf. Ja. Weil wenn das klappt, was ich... Jawoll! Das ist gut. Weißt du, was das bedeutet? Ist keine Ahnung, stimmt's? Genau. Also gut. Dann will ich schauen, ob es mit 3 geht. Wenn hier der Tag beginnt, dann machen wir eine Pause. Dann sollte der Kochtopf fertig sein. Dann können wir in die Gelände. Also gut, wir sind wieder back in Wissen, Leute. Wir haben es. Wir sind wieder endlich da. Wir sind im Sommer mit voller Power, haben alles überstanden, was geht. Wir bauen jetzt hier richtig auf. Wir hoffen. Noch geile Beiz. Wir hoffen. Wir steigen. Dann darf ich noch ganz kurz gucken, was da auf dem Topf kocht. Kommt. Hopp, hopp, lieber. Richtig. Ja, wir müssen definitiv eine Pause machen. Ja, also gut. Du kannst mit 3 Beeren und einem Dragon-Dings kannst du Dragon Pie machen. Und das sollte wahrscheinlich extrem viel füllen. Aber das finden wir in der nächsten Folge heraus von Don't Starve Together. Und ich verspreche euch, es wird auch dann noch regnen. Ja, ist gut. Ich wünsche euch. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.